Martin. Hallo zusammen, es ist Sonntag und es ist so heiß und wir sind alle draußen. Es ist gegen Mittag und Hanna will jetzt gleich in ihren Pool. Wir haben hier so einen großen Schirm aufgestellt. Den habe ich mal vor, oder den haben wir mal vor Urzeiten bei, Entschuldigung, ich wackel, bei Marktkauf gewonnen. Das ist von M&M und der ist leider schon so ein bisschen kaputt, aber er erfüllt noch seinen Zweck. Und am Ende des Videos blende ich euch den Gewinner der Juwelkerze ein. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal Hannah ihren kleinen Pool. Das heißt, sie hatte vorher einen ganz kleinen. Den hat sie allerdings mit ihren Vampirzähnchen zerbissen, oben den Rand, diese Luft, wie nennt man das? Kammer. Luftkammer. Und Luftkammer. ja, und dann füttern wir gleich nochmal Ellie mit Erbsen. Anna, Viel nee. Spaß. Nein. So, das ist Hannas Pool und sie kann es kaum erwarten, da jetzt reinzuhüpfen. Ihr neuer, den hat Oma ihr jetzt gekauft. Der ist so ein bisschen höher als der alte. Das war halt wirklich nur so ein 10-Euro-Teil, so ganz winzig. Und ja, so, jetzt darfst du rein. Die Badesaison ist eröffnet. Komm mal her. Hier, hier. Und sitz. Sitz. Da warten. Da warten. Jetzt wüsste ich echt gerne von euch, ob Elli der einzige Hund ist, der so gerne rohe Erbsen isst. Hey, bleib hier! Oder ob eure Hunde das auch machen. So stehe ich natürlich gut. So, Elli, stopp. Na, das war jetzt Pech. Elli. Lecker, ne? Noch eine? Warte, müssen wir holen. Komm wieder her in den Schatten. Gott, die ist so dick, ich krieg's nicht mehr auf da. Sitz, Platz, Peng. Na, oh, das war eine Rolle. Die Süße. Na klar kann sie das, wenn sie was kriegt. Sitz, Peng. Peng, Peng, Peng. Nee, nee, nee. Nein, nein. Sitz, Peng. Ellie macht eine Rolle, richtig. Komm mal her. Achso, du isst noch. Rolle. Nee, das ist Tanzen. Tanzen. Naja. Wie macht der Hund? Wow. Nee, komm her. Nee. Ellie, du musst auch ein bisschen horchen. Ellie. Rolle, Rolle. Guck dir das an. Tanzen, tanzen. Also bisher hat sie die Erbsen auch immer sehr gut vertragen. Von Blähungen kann ich auch nicht reden. Es sei denn, sie macht sie nachts, wenn ich schlafe, da kriege ich es dann nicht mit. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Und sie ist jetzt schon die ganzen letzten 2 Wochen bummelig. Seitdem so Erbsen zu kaufen sind auf dem Markt, isst sie zusammen mit mir
ein Kilo nach dem anderen Erbsen. Na gut, ich bin für die Kilos, sie für die Grammzahl zuständig. Aber das machen wir jedes Jahr und schmecken, scheint sie gut zu vertragen und ich glaube, ein paar Vitamine haben die ja auch. Schadet nicht. Und Erbsen sind ja auch im Hundefutter, allerdings in gekochter Variante, aber wie gesagt, bitte? Ja, ich habe keine Erbsen mehr. Wir müssen. Hier liegt ja noch eine. Die sind auch süß hier. Die sind auch ein bisschen dicker hier. Lecker. Ja, wenn die am Busch sind. Pfötchen. Nee, Pfötchen. Pfötchen. Au. Reißt einem fast die Hand ab. Süße. Sagst du tschüss? Das kannst du nicht, ne? Gott, wer kann zu dem Gesichtchen schon Nein sagen? Ist wie bei kleinen Kindern, ne? Wenn die einen so angucken und dann was haben wollen. So, und jetzt im Anschluss kommt dann halt, blende ich ein, wer die Juwelkerze gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Video. Gib mal Pfötchen. Na, tschüss. Tschüss. Machst du Winke, Winke? Ja, klar. Süß. Tschüss. Wie soll ich mich dann drehen? So? Ja. Sieht man auch. Ja, da sieht man den Klodder da hinten. Da muss ich noch rein. Oh.